Hallo und herzlich willkommen zurück zu Industries of Titan. Ja. Wir machen mal weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar, ja. Schauen wir, dass sie die komische Mine jetzt zum Laufen kriegen. Wie auch immer. Möchte dieser Transport-Hub nicht arbeiten? So, den hätte ich gern. Ja, stimmt, ich wollte ja noch was machen. Blablabla. Oder nicht mehrere Sachen machen. Noch eine weitere Kanone aufbauen. Und das Conversion Center endlich mal aufbauen. Könnte ich hier auch mal gleich mal Service machen. Ich glaube, das Conversion Center wollte ich dahin bauen. Oh. Hier? Ist nur Scheiße drin. Ah. Ah ja, und für alle, die Industrie zurzeit noch ein bisschen mehr interessiert. Nächste Woche, also quasi die letzte Folge, die also ihr aus der Aufnahmesession wieder seht, also die Sonntagsfolge, quasi die nächste. Da glaube ich 2 Tage, da, also am 7. Juli, gibt es hier noch ein Update. Heißt, in den Folgen werden wir noch schauen, dass wir noch was machen. Ich versuche es, dass ich quasi das Safe Game hier in die nächste Iteration rüberbringe. Wenn das nicht funktioniert, müssen wir in der dritten Staffel anfangen. Aber weil halt als nächstes, glaube ich, dieses Ship-Gameplay kommt, also wo man praktisch auch, quasi auch Schiffe bauen kann. Also wie die Gegner da. Also die Dinger da, die da immer rumfliegen und rumballern. Kann man dann selber bauen. Nehmen wir das und zerstören es einfach so. Ne, ja, wir haben echt viele rote Artefakte. Warum, das verstehe ich nicht. Warum zum absoluten Teufel fährt hier kein Auto? Dann bauen wir hier einen Energy Pylon. Oh, das braucht auch wieder diesen Kack, Mann. Ja, dann warten wir. Ich will jetzt erst das Ding haben, mein Conversion Center.
Also ich versuche es, dass ich es quasi diese Version, also mein Safe Game, in die neue Version wuchte. Wenn es nicht funktioniert, sorry Leute, aber dann muss es eben so sein. Dann fangen wir eben noch eine Season an. Aber hey, dann kommt wieder neuer krasser Scheiß. Das ist echt weird mit diesen Leitungen. Wann macht dieser Transfer-Tab irgendwas? Wie brauchst du nochmal Conversion Center? Ah, kann man nicht schon bauen. Sehr gut. Das ist schön. So, und Production 5, okay. Brauchen wir zwei, dass wir auch den anderen Tower da noch anschließen. Schau, was der ganze Bums so bringt hier. Ey, verstehe ich diese Straßen nicht. Weil ich kann ja da nichts einstellen vor allem. Ich meine, dieses komische Scheißding checkt ja nicht mal. Also das Ding, der Eingang ist ja da, den kann ich ja sehen, hier. Aber warum zum Fick fährt dann kein Auto, also kein LKW? Ich hoffe, das fixen sie dann in dem Update am Dienstag oder nächste Woche halt. Aber das werdet ihr dann nächste Woche Freitag dann sehen. Ich bin auf jeden Fall auf das Schiffsgameplay gespannt. Das müssen wir uns dann ordentlich geben. Auch diese Dinge, ey. Auch dass die Anzeige buggt, weil man wieder angegriffen wird. So, das sollen jetzt 4 sein. Right. Right. Ja, du gehst bis dahin. Wie viel braucht der Ding? Wie viel braucht der 20? Ja, dann sammle ich darauf auch. Das Problem ist, ich habe. Da ich ja 10 einnehme, na gut, rein theoretisch kann es ja scheißegal sein, weil ich habe schon alles gekauft. Konverten wir hier mal. Dann können wir immer noch andere Leute ranholen. Machen wir erstmal hier die Straße. Ah, dieser Regen. Und das mit dieser Maus müssen wir echt mal machen, ey. Geht überhaupt nicht.
Nice. Yeah. So gefällt mir das. Energy Pylon braucht 10, okay. Warten wir das mal ab. Steht da was? The connected areas of the city. Schön. Aber irgendwie so, nee. Das geht so und so. Und du, hey, das geht so und so. Es arbeiten jetzt so unnormal viele hier, aber hä? Wie ziehst du eigentlich? 8. Ah, für 8 haben wir definitiv kein Saft mehr. Egal, Batterie ist da. Hätte ich auch schon mal upgraden sollen. Ich glaube, das kommt eigentlich ganz gut. Weil jetzt sind wir echt am Ende der Fahnenstange, wie die, was Content angeht. Und dann schauen wir mal, wie dann das Neue so geht. Weil da macht es einfach vor allem auch euch nichts mehr aus. Weil ich sag mal, wir haben jetzt auch schon fast wieder gemacht. Wir haben die Straßen ausprobiert, wir haben gesehen, dass es noch ein bisschen buggy ist. Wir hoffen alle darauf, dass es im nächsten Update besser wird. Bin ich dann doch schon froh, oder? Dass wir dann doch ein bisschen wieder hier am Ende der Fahnenstange sind. Meine, wir haben ja noch eine Folge, ja. So ist er nicht. Sonntagsfolge ist er noch da. Was brauchst du eigentlich zum Upgraden? Auch nur Isotopen, das ist ja toll. Upgrade, wie viel verbrauchst du mehr? 2, hehe. Sehr nett. Energy Pylon, ja, du kommst rein. Schwupps. Mit den Jungs und Mädels hier mal was zu tun haben. Upgraden wir doch gleich mal auf Stufe 3. Nicht schlecht. Ah, connecten geht auch.
Das ist nicht ein bisschen viel, weil das sind 6000, 7400, nee, 7500. Und also quasi, wenn man die connected, kriegt man ungefähr 2500 geschenkt. Hm, nicht schlecht. Nochmal drei Isotopen. Mit Isotopen werfen wir uns ja, umwärts. Ja. Genau. So heißt das. Ach, scheiß doch auf die Isotopen. Warum funktioniert das mit dieser blöden Mine einfach nicht, Mann? Das ist echt scheiße. Claim, zwei Artefakte recyceln, quasi, ja. Ey, der Power-Modus oder was? Nice. Richtig riesige Batterie. Sehr schön. Ah, die kann man auch connecten, ne? Fuel bleibt gleich. Ah, aber die Worker, also die Arbeiter, gehen runter. Heißt, wenn man zwei, also wenn ich die zwei nebeneinander gemacht hätte, anstatt gegenüber, müsste ich nur einen dazu tun. Und sie würden sogar noch mehr produzieren. Weil. Ja, Mathe, 32 plus 32 ist 64. Da ist ein Unterschied von 8. Heißt, man kriegt bei gleichbleibenden Fuel Requirements mehr Energie bei weniger Arbeiter. Hätte ich mal lesen sollen. Weil diese blöde Mine einfach zu inkompetent ist. Dieses Monument, ja, wow, das ist mehr Influence. Und dann kaufe ich mir einfach den blöden Influence. Indem ich einfach blöde rote Artefakte verkaufe. Das ist aber auch noch ein bisschen OP, dass man rote Artefakte für 10 Influence verkaufen kann. Also der Trade-off ist, also dafür gibt es zu viele rote Artefakte. Da 30 braucht dieses Ding, da willst du mich verarschen. Kann man die Dinger nicht connecten? Ne, ich glaube nicht, ne? Hätte mich gewundert. Wenn es dann so eine riesige Ultrakanone wäre. Aber das macht mich echt traurig, dass dieses Ding nicht funktioniert. Weil. Why? Ich kann ja noch ein bisschen was vorbereiten für nächstes Mal. Dass wir noch in der letzten Folge etwas noch ausprobieren, neben den ganzen Upgrade-Schmarrn. Dann reiß ab das Ding. Achso.
So, zum Flughafen. Und was ist hier? Transport Hub. Ah, 30 brauchen wir für. Also. Ja, das machen wir mal beim nächsten Mal. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht sowieso schon habt. Schaut heute Abend rein, ja, hier. SnowRunner gibt's wieder. Wir sind hier noch in Dings unterwegs. In Alaska. Sind wir hier in Alaska wieder unterwegs. Ja. Und spätestens sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.